Jolette, und was geht ab zu den Pyonews und was ging die Woche? Nachdem wir die letzten Jahre es immer wieder über uns ergehen lassen mussten, dass Medien, Redaktionen oder Zeitungen negativ über unsere Branche hergezogen hat, indem Feuerwerk zu viel Feinstaub produziere und die Deutsche Umwelthilfe immer wieder Zuspruch bekommen hat von den Medien, von den Bürgern etc. pp., hat nun die VPI eine Studie letztes Jahr zu Silvester in Auftrag gegeben. Und diese wurde nun die letzten Tage der Politik vorgelegt. Das Umweltbundesamt, kurz UBA, ist die letzten Jahre immer davon ausgegangen, dass Feuerwerk 4200 Tonnen Feinstaub produziere. Nach der Studie des VPI wurde dies nun als nichtig erklärt. Selbst der UBA, also das Umweltbundesamt, hat diese Zahlen als realitätsnahe Erkenntnisse eingestuft. Die Studie des VPI gibt nun an, dass Feuerwerk ein Feinstaubgehalt von 1477 Tonnen produziert. Die Studie der UBA bzw. der Deutschen Umwelthilfe hat bisher einen ganz komischen Wert berechnet. Sie berechneten die Brutto-Gesamtmasse von Feuerwerk, heißt inklusive Umverpackung, und berechnete das dann so um, dass sie 4700 Tonnen Feinstaub ergaben. Die Deutsche Umwelthilfe kontert aber direkt wieder im alten Stil und spricht von Taschenspielertricks. Denn sie meinen, eine branchennotierte Studie kann nicht negativ gegen die Branche sprechen, sondern muss diese Branche befürworten. Jürgen Resch ist aber bisher der ungeschlagene Hosentaschenbillardspieler. Am 1. August wird in der Schweiz der Nationalfeiertag gefeiert, aber auch dieser wird von der derzeitigen Pandemie nicht verschont bleiben. Viele bzw. weitestgehend sind alle Großveranstaltungen und Großfeuerwerke abgeblasen. Dennoch rechnen Händler mit einem Umsatzanstieg von 40%. Denn sie gehen davon aus, dass, weil die Schweizer zu Hause bleiben und dem Feuerwerk nicht entgehen wollen, mehr Feuerwerk kaufen als die Jahre zuvor, weil eben die Großveranstaltungen nicht da sind. Dennoch stimmen 36% der Befragten bei einer Umfrage der Nachrichtenredaktion 20 Minuten dafür ab, dass sie sagen, Feuerwerk soll verboten werden, es macht nur Lärm und Mist dreckig. Da wächst bei mir glatt der Anschein, als hätte Jürgen Resch in der Schweiz Urlaub gemacht und seinen Feinstaubkoffer mitgebracht. Abseits dessen, Pandemie oder nicht, ich habe geplant, in die Schweiz zum Nationalfeiertag der Schweiz zu fahren und eine Dokumentation über den Nationalfeiertag zu führen. Was unterscheidet sich zwischen Deutschland und der Schweiz in Sachen Feuerwerk? Und wie geht im Augenblick die Schweiz mit der Pandemie um? Das alles werdet ihr nach dem 1. August auf meinem Kanal sehen. Außerdem freue ich mich extrem, wieder nach einem Jahr und 11 Monaten euch hier bei den Pyronews wieder zu begrüßen und freue mich auf viele weitere Pyronews und Dokumentationen. Falls es euch interessiert, dann abonniert unbedingt den Kanal und lasst ein bisschen Liebe da. Von mir war's das. Bleibt pyromatisch, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Pyronews und ciao.